Okay, guten Mittag. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen heute für das Lunchtime-Seminar auf der Uni. Ich bin ganz froh, dass ihr so zahlreich heute seid. Ich werde schon diese Idee gehabt, den Vortrag auf Deutsch zu machen, weil auch viele von unseren deutschen Kollegen dabei sind. Die Französischsprache, die kriegen sowieso eine Übersetzung. Ich werde dann nochmal wechseln. Gut, also die Struktur des Papiers ist ganz kurz den Bachelor en Sciences de l'Education vorstellen. Dann auf die forschungsorientierte Lehre eingehen, ein Beispiel davon illustrieren und dann die Perspektive von den Tutoren, den Lehrern, den Studierenden und dann auch der externen Evaluation dazu zeigen. Das Ganze wird circa eine 40 Minuten dauern und anschließend haben wir also noch Zeit zu fragen. Da wird dann Herr Gretsch, der Direktor des Bachelors, wird sich dann zu mir gesellen. So, das wäre also die Struktur zum ersten Punkt. Also ganz kurze Präsentation des Bachelors. Ich werde hier nur das sagen, was man eigentlich braucht, um die Idee der Forschungsorientierung hinter dem BSCE zu verstehen. Also wichtig ist, dass, also oft wird gesagt, auch in unserer Fakultät, dass das BSCE das Rückgrat der ganzen Fakultät ist. Es war also das Programm, die Lehre für die Lehrer, das Programm, das also dazu benutzt wurde, auch um die Universität zu schaffen. Momentan ist es das zweitgrößte Programm mit ca. 400 Studierenden, die also ungefähr 4 Jahre bei uns sind, 8 Semester, die dann 240 ECTS bei uns sammeln. Wenn sie fertig sind mit diesen 240 ECTS, dann sind sie qualifiziert, um in ganz verschiedenen Institutionen zu unterrichten und das in der École Fondamentale, sprich im alten Kindergarten, also von C1 bis C4 und im Régime Préparatoire und in der Éducation Différenciée, EDIF. Diese Breite an Qualifikationen ist zudem eine unserer Herausforderungen, denn es ist schon sehr weit gefächert. Andere Herausforderungen für uns sind die Heterogenität an den Schulen. Unsere Studierenden sind sehr lang in den Schulen und wir möchten sie natürlich vorbereiten darauf, dass sie später gute Lehrer, Lehrerinnen werden. Sie müssen also unbedingt lernen, diese Heterogenität an den Schulen, Sprachen, Kulturen, Begabungen, Bedürfnissen, die zu schätzen und die als auf diese Diversität aufzubauen. Mehrsprachigkeit im Bildungssystem ist für uns insofern eine Herausforderung, dass wir klarstellen müssen, dass die Studierenden bei uns auch die Kompetenzen in den 3 Sprachen haben, um später unterrichten zu können. Ich denke hier besonders an das Französische. 3-sprachige Universität vielleicht eine Herausforderung, weil man sich bedenken muss, dass die Leute, die bei uns unterrichten, die Dozenten, dass die auch ihre Kulturen und ihre Sprachen mitbringen. Sei es, wenn sie aus New York kommen oder aus Frankreich, Belgien, Deutschland, der Schweiz. Also jeder kommt mit seiner Lehrkultur auch an die Uni ran. Die letzten 2, das sind eigentlich ganz allgemeine Herausforderungen für jede Universität oder jede Ausbildung der Lehrer, wo es darum geht, diese Theorie-Praxis und dann dazu noch das Akademische mit dem Professionellen zu verbinden. So, wenn man sich jetzt ein modernes Programm, eine moderne Universität ansieht, dann hat die relativ viel zu leisten. Als Universität muss man immer für Bildung, akademisches Wissen, Fachwissen sorgen. Zugleich aber auch, weil wir ja in der Gesellschaft tätig sein sollen, für Employability, Lifelong Learning, Citizenship, sie sollen also mündige Bürger erzeugen, dann sollen sie auch einen Praxisbezug haben. Das heißt, hier die Realität der Schulen kennen, auf diese eingehen und sich dann auch damit auseinandersetzen, um sie vielleicht ändern zu können. Zugleich brauchen Studierende dann auch eine Handlungskompetenz und transversale Fähigkeiten und Fertigkeiten, einfach damit sie auch sich ein Leben lang weiterbilden können. Wenn man sich jetzt Luxemburg ansieht, dann kommt da die Schule noch als ganz wichtiger Block hinzu. Wenn man sich jetzt Universitäten im Ausland ansieht, dann sind die Schulen eigentlich ziemlich separat von der Universität.
Die Studierenden verbringen dann auch herzlich wenig Zeit in Schulen. Bei uns sind sie 32 Wochen in den Schulen, also fast ein ganzes Jahr. Das ist sehr viel. Und wir arbeiten deshalb sehr gerne und sehr viel mit den Schulen zusammen, weil wir denken, dass es ein gegenseitiges Win-Win ist. Von daher auch das Motto pour les écoles, avec les écoles, dans les écoles. Also es geht jetzt wirklich darum, da eine universitäre, eine Öffnung ins Terrain zu machen. Und wir denken, dass dadurch die Studierenden dann auch professionalisiert werden können. So, diese Missionen, die findet man natürlich auch in Papieren wieder. Hier ein Auszug eines Papiers, wo es um die allgemeinen Zielsetzungen des BSCE geht, wo man natürlich diese Ideen wiederfindet. Also die Lehrenden sollen sich das Wissen aneignen, das im Hintergrund der Achtung der Menschenwürde und so weiter. Aber hier, ich möchte nur vielleicht den dritten Punkt hier hervorstreichen, dass wir möchten, dass das Ganze in einer Kultur der Reflexion geschieht. Und hier haben wir schon die Idee nochmal des forschenden Lernens. Und das werde ich jetzt die ganze Zeit eben als Fokus für die Präsentation nehmen. So, hat man allgemeine Zielsetzungen, braucht man auch ein Leitbild. Auch hier ganz kurz dieses internationale Leitbild, also das Leitbild vom Lehrer, was wir haben, das ist sehr ähnlich anderen Leitbildern von anderen Universitäten, ist also international vergleichbar. Es dient dazu, eben das Curriculum bei uns zu orientieren, es aufzubauen und natürlich auch dann zu evaluieren. Hinter jedem großen Punkt steht dann, stehen die Kompetenzen, und ich habe hier nur drei von sehr vielen ausgewählt. Das erste bei den Kenntnissen, dass es um Fachwissen geht, Didaktik der Mathematik, Didaktik der Sprachen. Das ist klar, was ich hier ausgewählt habe, sind die wissenschaftlichen Texte, weil wir möchten, dass die Studierenden halt auch wissenschaftliche Texte lesen können, analysieren können, synthetisieren können. Das zeigt hier einen Bezug zwischen Akademischem und zwischen dem Professionellen. Denn ganz viele von unseren Studierenden gehen ja nicht direkt in den Lehrerberuf, sondern gehen auch zu anderen Universitäten, um ein Masterstudium zu machen. Also von daher steht den Akzent auf die Forschung hier. Diagnostikleistung, Leistungsbeurteilungen, also es ist ja Gesetz, dass Lehrer Schüler bewerten sollen. Und wie sollen sie das tun? Ja, natürlich sollen sie die Leistungsergebnisse der Kinder dokumentieren, analysieren und dann auch bei den Eltern präsentieren. Das natürlich mit dem Blick, dass sie später Situationen kreieren können, wo die Schüler dann gut lernen können. Wenn man sich das ansieht, dokumentieren, analysieren, präsentieren, dann spürt man, sieht man diesen Link zwischen Forschung und zwischen Lehre. Man sieht, dass die Denkprozesse gar nicht so weit auseinander sind. Organisation Schulentwicklung ist auch einer der Schwerpunkte des Leitbildes. Auch hier möchten wir, dass die Lehrer bei uns kompetent, die Lehrenden bei uns kompetent sind, sodass sie als Lehrer an der Schulentwicklung teilnehmen können. Da heißt es auch, Schulqualität, also evaluieren, bewerten, präsentieren. Schlussendlich dann, ganz wichtig ist diese Selbstreflexion und diese kontinuierliche Weiterbildung, weil die Studenten bei uns sind und wir hoffentlich denen auch vermitteln können, dass ihre Lehre eigentlich nie fertig sind, dass sie nie fertig sind, dass sie immer noch im Beruf lernen und weiterlernen und vielleicht einen Master machen wollen, vielleicht einen PhD machen sollen. Und diesen Stein möchten wir hier schon setzen. Das Bild, das Sie also hier sehen, ist eine Kombination von Schöns Reflective Practitioner, der in der Klasse also reflektiert und sich dadurch Wissen aneignet, und gleichzeitig Teacher Researcher oder Researching Teacher, der eine Grundeinstellung des Forschens hat, der sich interessiert, der neugierig ist, der Fragen stellt und der das, was in der Klasse läuft, beobachtet, analysiert und dann auch Änderungen machen kann. So, also wichtig wäre hier eine für uns eine forschende Grundhaltung. Und das sieht man jetzt auch natürlich an anderen Universitäten.
Hier zum Beispiel in Brandenburg, wo der Wissenschaftsrat auch ganz klar sagt, dass hier geht es um die Hochschulausbildung, dass ein wichtiges Ziel eben diese forschende Grundhaltung ist. Man kann sich noch einmal fragen, wieso. Es geht also, wie gesagt, um diese Verzahnung zwischen Theorie und zwischen Praxis oder zwischen Wissenschaft und Praxis. Und ich wollte hier nur auf Humboldt verweisen, dessen Idee von Universität eigentlich immer war, dass Lehre und Forschung zusammengehören. Aber ganz oft sieht Wissenschaft als etwas Interessantes, Offenes. Da sind neugierige Leute, die forschen wollen, die etwas wissen wollen, die sich die planen, die forschen. Und in der Schule, naja, ist alles fertig, abgeschlossen. Und wir möchten halt Lehrer, die neugierig sind, eine professionelle Neugierde haben und die Fragen stellen können und die anhand dieser Fragen auch untersuchen können. So, wir denken also, dass eine Möglichkeit, eben diese Theorie und die Praxis anzunähern, dass das eben in der Lernforschung besteht. Und besonders, wenn man da die Outcomes, wenn man die orientiert an den Möglichkeiten und Interessen, sowohl eben der Schüler, der Eltern, der Lehrer und dann der Tutoren. So, das war der schnelle Überblick. Dann vielleicht ein wenig jetzt tiefer in den BSCE. Was bedeutet das jetzt für uns? Was machen wir? Wie setzen wir das um? Bevor wir dann zu einigen Beispielen kommen. Dieses Slide habe ich eingebaut, um nur zu sagen, dass Research-Based Education oder forschungsorientierte Lehre, dass das etwas ist, das weltweit benutzt wird. Allerdings ändert der Name und auch ein bisschen der Schwerpunkt. Ausgangspunkt war eben halt MIT, aber man sieht, das findet man in England wieder, in Unica Network, Bologna Workshop, das ist ein Network von allen Universitäten in Europa, die beschäftigen sich, also diese Universitäten beschäftigen sich andauernd mit Research-Based Education, weil sie das in den Universitäten durchsetzen wollen. So, worum geht's? Noch einmal, also wichtig wäre, dass die Studierenden eigenständige Fragen stellen können, dass die aktiv sein können, dass die sich, wie gesagt, Fragen stellen, an denen sie selbst dann an das Wissen herangeführt werden, dass sie dann auch Forschungsprojekte machen können. Das kann sein, dass sie sie nur erfahren, mitgestalten oder selbst auch machen. Wichtig ist, dass diese Forschungsvorhaben, dass das relevant für die Studierenden ist. Die haben ja eine Frage, die sie beantworten sollen, dass es aber auch interessant und wichtig für Dritte ist. So, die Merkmale des forschungsorientierten Lernens. Ich denke, das müsste alles klar sein von dem, was ich vorher sagte. Die Studierenden sind also aktiv, selbstbestimmt, stellen sich Fragen, problemorientiert, situiert, weil sie sich ganz bestimmte Fragen stellen, die sie in ihrem Kontext allein oder zusammen mit anderen lösen wollen. Sie schauen sich das Ganze aus verschiedenen Perspektiven an, sollen kritisch sein. Und das Ganze ist dann auch mehrdimensional, weil es eben das kognitive, emotionale und die sozialen Aspekte zusammen verbindet. So, was sagt die Literatur von den Erträgen? Was bringt das Ganze uns nun? Da gibt es natürlich ganz viele Sachen, aber hier, die ich rausgewählt habe, waren jetzt die hier, die Fähigkeit, Probleme zu identifizieren und zu analysieren, daraufhin Untersuchungen zu planen und dann, wenn Sie die Daten haben, das zu analysieren, einzuordnen, zu präsentieren, zu diskutieren. Also neugierige Lehrer, die sich Fragen stellen, wieso ist das denn so? Wie hätte es denn anders sein können? Warum ist das so? Das hier, also diese Fähigkeit, Fragen zu generieren und das zu analysieren, genau das findet man dann auch als eines der Ziele der forschungsorientierten Lehre wieder und das findet man in unseren Konzeptpapieren. Diese Fähigkeit, Forschungsprojekte zu gestalten oder mitzugestalten, bedingt aber auch andere Ziele. Hier sind also auch nochmal Ausschnitte von den Zielen aus unseren Konzeptpapieren. Heißt also auch, dass die Studierenden bei uns lernen
müssen, sollen, wie sie wissenschaftliche Texte halt verstehen können, wie sie recherchieren können, wie sie das bedeutet, akademisches Lesen, Texte verstehen, wie gesagt, analysieren, synthetisieren. Um kleine Forschungen machen zu können, muss man natürlich auch das Wissen über die Methoden haben. Das sollen sie dann natürlich auch lernen. Und ein Ziel von uns ist dann auch, dass die Studierenden sich am professionellen, öffentlichen und akademischen Kurs beteiligen können. So, das sind die Ziele. Wie sieht das Curriculum aus? Was machen wir, damit wir zu diesem Punkt gelangen? Hier habe ich mich an Gers Rüß und Deike von denen beeinflussen lassen, weil ich die Tabelle eigentlich gut finde, weil es uns erlaubt, da Kurse reinzusetzen. Das werde ich auch gleich tun. So muss Lernen aber nicht aussehen, aber es ist interessant jetzt für eine Repräsentation unserer Kurse. Man, auf der unteren Achse sieht man, dass die Studierenden eingeführt werden. Auf der nächsten lernen sie das Ganze zu applizieren und dann sollen sie allein forschen können. Oder wenn man das jetzt halt vertikal liest, dann sollen die sich beschäftigen mit Forschungsinhalten, dann mit den Methoden, wie forsche ich, und schlussendlich mit den ganzen Zyklus, jetzt werde ich dann forschen. Forschungsinhalte wären dann zum Beispiel, das ist jetzt in jedem Fach, wenn man jetzt sagt Mathematik, Sprachtheorien, diese kommen ja von irgendwo her. Wieso sagen die Leute dann, dass Mathematik so gelernt wird? Wieso sagen die Leute, dass Sprachen so gelernt werden? Das sind also hier die Erkenntnisse. So, ich habe jetzt versucht, unsere Module, wir haben 11 Module, hier einzuordnen. Ich werde hier nicht im Detail über die einzelnen Module sprechen, aber können gerne später darüber berichten. Ich möchte vielleicht nur über die pädagogische Forschung etwas sagen. Das ist also das Modul, was die Studierenden bei uns im ersten, zweiten, dritten Semester machen. Normalerweise sind sie entweder im dritten oder im vierten in der Mobilität. Und dann haben sie noch einen Kurs über Datenanalyse ein bisschen später. In dieser pädagogischen Forschung, in diesem Modul, lernen sie also diese, was wir vorhin gesagt haben, also Texte lesen, schreiben, analysieren, die Methoden. Diese Methoden sollen sie dann anwenden in den Projets de Découverte. Das machen sie im Praktikum, wo sie also Projekte zusammen mit den Lehrern definieren können. Das findet man dann im zweiten Semester, dritten Semester, vierten Semester. In grün sind jetzt die LLW, der dritte Teil meiner Präsentation, wo man sieht, das ist jetzt drittes und viertes Jahr, wo die Studierenden jetzt weitaus autonomer schon arbeiten. So, wenn ich jetzt genau ein Beispiel nehme für forschungsorientiertes Lernen, dann könnte ich jetzt diese Projet de Découverte nehmen, weil man da das Forschungsorientierte sehr schön zeigen kann und diese Verbindung mit dem Terrain. Ich könnte auch die Portfolioarbeit nehmen, wo man sieht, wie die Studierenden an sich arbeiten und sich immer weiterentwickeln. Aber ich habe mich hier für die LLW entschieden, einfach weil es vielleicht noch neu ist. So, hier werde ich das Konzept vorstellen, ein paar, und dann zu den Beispielen kommen und die Reflexionen von den Studierenden, dann auch von einer Lehrerin, die hier im Saal ist, die kann dann auch ein paar Wörter dazu sagen. Zum Schluss schauen wir uns dann die Perspektiven von der externen Evaluation aus, die wieder auf die ganze Forschung basiert. Hier geht es ja nur um diese Lernwerkstätten. So, was sind diese Lernwerkstätten? Ich denke, was diese Lernwerkstätte ist, müsste jetzt klar sein im Hinblick, was ich vorhin gesagt habe. Es geht also um forschungsorientiertes Lernen. Es geht darum, dass die Studierenden auf ihrer Erfahrung aufbauen, dass sie Fragen generieren, die aus der Praxis kommen, dass sie selbst recherchieren, dass sie versuchen, Praxis und Theorie zu verbinden. Und das in ganz verschiedenen mannigfaltigen Kontexten. Wir machen es jetzt so, dass wir die Studierenden gefragt haben, 8 dieser LLW oder Lehr-Lernwerkstätte, wie wir sie nennen, zu durchlaufen. Und das in den Semestern 5 bis 8.
Die Schlaufen, also 8, machen momentan 7 Projekte. Zwar machen die sie 3 in den Sprachen, 2 in der Mathematik, eine in den Sciences, eine in der Ästhetik und eine in der Bewegungsspiel, Sport und Gesundheitserziehung. Man hätte ganz verschiedene, die auf ganz verschiedene Art und Weisen organisieren können. Hier sieht man ganz klar, dass Sprachen uns sehr wichtig sind, weil die natürlich auch in der Schule sehr wichtig sind. So, jeder dieser LLW besteht aus einem Projekt, aus einem Tutorat, das diese Projekte begleitet, und aus den Pflicht- und Wahlseminaren. So, vielleicht ein paar Wörter über das Projekt, bevor ich 2 Projekte zeige. Also ein Projekt wird geplant, es wird durchgeführt und dokumentiert. Und zwar in der Planung, da spielen die Tutoren schon eine ganz wichtige Rolle, denn die Studierenden werden begleitet im Tutorat. Da gibt es wirklich 12 Stunden Tutorat dazu. Und es ist auch in dem Tutorat, wo das Projekt bewilligt wird, validiert wird oder nicht. Wenn es nicht validiert ist, wenn wir denken, es ist nicht theoretisch genug fundiert oder praktisch, ist es nicht gut, dann sagen wir zu dem Moment Stopp. Anschließend werden die Projekte durchgeführt, analysiert und schlussendlich schreiben die eine schriftliche Reflexion, wo es darum geht zu sagen, was sie jetzt konkret daraus gelernt haben. So, ich glaube, das Bildchen kennen Sie schon von vorher. Was sind jetzt diese Projekte? Was muss man sich darunter vorstellen? Das können ganz konkrete Aktivitäten sein, Analysen sein, also Aktivitäten, die Sie mit Kindern in der Klasse machen, ein Kasper-Theaterstück zum Beispiel aufführen. Das kann eine Aufbereitung von Material sein, eine Analyse von Material. Wir hatten zum Beispiel Studierenden, die sich Bücher aus der École Fondamentale nahmen und die auf den Contenu analysierten. Das kann auch eine Analyse einer Praxis sein, zum Beispiel, was ist ein Waldkindergarten. Wir haben auch Studierenden, die haben sich eine Schule angesehen, nach dem Prinzip, wie bewegungsfreundlich ist diese Schule. Also ganz verschiedene Projekte, die können, müssen aber nicht in der Schule gemacht werden. Was feststeht, ist, dass die Studierenden mit Kindern arbeiten im C1, im C2 bis C4 und dann im Regime Préparatoire und der EDIF. Die Diversität, weil die Qualifikation ja auch bedeutet, dass sie in den verschiedenen Instituten arbeiten können. So, sie können das also in der Schule tun während des Praktikums, müssen es aber nicht in der Schule tun. Sie können diese Projekte auch außerhalb der Schule tun, weil wir ja wissen, dass die Kinder nicht nur in der Schule lernen. Von daher in der Maison Relais, im Elternhaus, oder wir haben auch Projekte, die zum Beispiel in den sportlichen Instituten oder in den Scouts gemacht wurden. Diese Projekte werden individuell in der Diade oder in den Gruppen durchgeführt und müssen dann, die Hälfte muss auf Französisch geschrieben werden, die andere Hälfte auf Deutsch. So, dazu begleiten zu den Projekten hat man dann Pflichtseminare, wo die Studierenden dann nochmal an die Theorie rangehen und auch die Praxis natürlich rangehen, was dann eine Vertiefung des ersten und vierten Semesters dasteht. Und die Studierenden haben dann auch Wahlseminare, die sie wählen können aufgrund ihrer Themenstellung oder aufgrund dessen, auf ihren Interessen. Wenn sie zum Beispiel eher denken, ich möchte in den C1, haben sie vielleicht eher eine Tendenz, Kurse zu nehmen, die eher auf den C1 geschrieben sind oder auf die EDIF. So, Beispiele. Hier ist ein Beispiel aus der Schule in der LLW Ästhetik. Da war es eine Gruppe von Studierenden, 4 Studierenden, die waren in einer Schule in Steinfurt und die hatten da im C1 ein Projekt gemacht über Kasperltheater. Und es ging darum, das Kasperltheaterstück erstmal zu schreiben, zu produzieren und dann es aufzuführen und die ganze Dekoration zu machen. Das war die Aktivität und zusätzlich dazu müssen die Studierenden eine Forschungsfrage generieren, die sie dann recherchieren. Und hier, das war das allererste Projekt, glaube ich, da war die Forschungsfrage noch ziemlich weit.
Und hier ging es dann um die Art und Weise, wie Kinder halt Sinn machen und auch um die sprachlichen Kompetenzen der Kinder. Und die Studierenden meinten später selbst, das wäre ein bisschen groß gewesen. So ein zweites Beispiel, und da werde ich die Studierenden jetzt sprechen lassen. Hier geht es um Lego Mindstorms. Wir sind hier in der LLW Mathematik. Und hier haben eine Gruppe von Studierenden hat an 4 Nachmittagen mit den Kindern in der Maison Relais gearbeitet und die Kinder bauten und programmierten Roboter. Ja, Sie sehen, es kommen immer mehr Füße hinzu, also Leute, die sich das Ganze ansehen. Und die Kommentare, tipptopp, wow, gut. So, dieses Projekt wurde, das waren Studierende im 6. Semester. Das ist der Student momentan und er erzählt hier, was sie eigentlich mit den Kindern gemacht haben und was die Kinder gelernt haben. Ausgehend von einem Kurs an der LLW Mathematik haben wir sich mit den Lego Mindstorm Roboter versucht, herauszufinden, was für Kompetenzen und was angesprochen werden, was für Avantagen kann er können dürfen haben. Wir haben eine Gruppe Studenten an einer Maison Relais dann und verschiedene Mütterchen, auch mit Kanner, von C3 und C4 haben wir es geschafft. Und auf der ersten Roboter bauen gelöst und dann in einer zweiten Phase haben wir da versucht, mit ihnen zusammen die Roboter zu programmieren, dass die einen gewissen Parcours können durchlaufen, wie auch dann im Video gesagt. Ja, für die Kanner ist sicherlich der Avantage, dass sie das spielerisch lernen über die Situation und Probleme, wo sie Probleme gestaltet kriegen, wo sie sich müssen experimentieren, verschiedene Lösungen sichern, wo es viele Möglichkeiten gibt, auch um die Lösungen rundzukommen. Da können sowohl die mathematische Kompetenz fördern, weil jemand probieren muss, rechnen muss, oder eben an respektive auch die Sozialkompetenzen angeschwärzt gehen, für ihn am Gruppe zusammen schafft, für sich eins zu gehen, für etwas zu schaffen und daraus dann auch einen Avantage an den Lehrern zu holen. Das war also die Mathematik, ein Beispiel aus der Mathematik und hier ein letztes Beispiel, das aus den Home Literacies. Das ist ein Beispiel, was zu Hause gemacht worden ist von zwei Studenten, die jetzt im 4. Jahr sind. Und zwar hier ging es darum, ich glaube, ich lasse die beiden reden. Die erzählen besser, was sie gemacht haben. Also mein Projekt gemacht, der geht über Home Literacies. Das ist das, was man von wollte machen, waren 4 Sachen. Wir wollten am Anfang ein bisschen rausfinden, wie ein Spruch kann oder daheim schwätzen, mit denen wir geschafft haben. Der zweite war, wir wollten ein bisschen rausfinden, wie ein schriftliche Ressourcen kann er überhaupt tun. Das heißt, was sie daheim rumfinden von Schriften. Dann die dritte Sache, die wir am Anfang rausfinden wollten, das war, was sie selber schreiben, also die schriftliche Produktion erfunden kann. Und die vierte Sache, die wir dünner wollte herausfinden, das war von Werten, Darstellungen und Normen von den Eltern. Vielleicht schon denke ich kurz für den Kontext von der Studie ein bisschen auf 14 Jahre, weil die Studie mit 2 Kanner gemacht, die einen italienischen Migrationshintergrund haben. Und wo dann von vielleicht dann, wo wir vielleicht also erwarten, dass wir ein bisschen mehr herausfinden, oder dass Schriften, die wir auf den Deck ein bisschen anders wären, wie vielleicht bei einem Kant. Der dann von heute zu Lützburg abgewiesen ist und noch Lützburg Eltern hat. Mich ist dafür interessiert, weil an der Literatur davon geschwärzt wird, dass von Diskrepanz zwischen den Literacy Practices am Zuhause von den Kanner und an der Schule zu viel größer ist, dass dann das Risiko für den Misserfolg für die Kanner extrem an die Lüte geht. Und in dem Sinn haben wir dann noch eine Familie ausgewählt, die nach spezifisch einen Migrationshintergrund hat. Und da haben wir dann noch die Situation ein bisschen analysiert, um herauszufinden, ob das doch in diesem Fall eventuell so ist, respektive was Spezifitäten von der Familie auf Home Literacies beziehen. Also für dich war es für alle so wichtig, sich überhaupt mit dem Projekt, mit dem Sujet auseinanderzusetzen, weil das war am Anfang, was wir auch bis zum Anfang noch nie so gemacht haben.
Dann schmengen fir eis as seich mo wische, dat mir als zukünftigen Assignor, dat mir as mo iwwerhaupt bewusst gin, wé eng Homeletusist kann er do hin praktizeieren, wé enger Schriften, dat sie do hin begeinen, also weiter, fir iwwerhaupt können ze verstoen, mat wé engem Bagage, dat sie an Schuld komme, weil mir sinn erfung, als Assignor gesinn mit kann er just dem Moment vu seiner Schuld sinn an alles, wat rund drum ass. Kréi mir net mat. An dann an enger zweter Fas gebe ich awoch so, dat et fichteg ass, dat mé als Gedanken driwer ma wéimer die ausserschëllege Erfahrungen vun de Kanner kënne mat an Schul rabrengen. Da seich Beispiel, dat den Kommunikaoun mat den Alteren bëssen méi verdéift, fir werhaft du die ausserschëlleg Literaturfange vun de verschiedene Kanner vu verschiedene Kulturen mat an Schul ranzubringen. Dann eben noch ja, dat den Fläit och so gut d'Alteren ervitéiert, fir dat Di an Schëll komme, fir dann hein ze do. Ich so mal einfach Geschichten aus verschiedenen Sprachen vorzulesen, vielleicht kann auch mit anderen Kulturen auf Verbindung kommen. Und ja, drittens kann ich noch vielleicht dann noch so ein Projekt machen, wo kann er hier eigene Homeletusis anhand von Fotos dokumentieren. Und da geben wir zusammen an der Schule mit den Kanner entdecken, was dann eben die verschiedenen Kanner daheim von Homeletusis alles so praktizieren. Du nimmst also zu wichtig, dass ihn sich bewusst ist, dass er noch zur Chancengleichheit kann beitragen und durch das ihn eben das von daheim valorisiert und wertschätzt. Und ein ganz anderer Punkt ist dann noch, dass man als eigene schriftliche Kompetenz verbessern, wenn er sich mit seinem wissenschaftlichen Thema beschäftigt, das intensiviert und noch dann selber daran aktiv als er schreibt, wodurch dann die eigene Schrift sicherlich auch verbessert wird. Das Ziel ist natürlich jetzt herauszufinden, was bringt dieses ganze Forschen jetzt, was haben die Studierenden durch diese Forschung jetzt gelernt? Also es scheint uns klar, dass sie Fachwissen gelernt haben, dass sie fachspezifische Kompetenzen gelernt haben, wie zum Beispiel, wie programmiere ich jetzt diese Computer oder wie gehe ich mit iMovie oder GarageBand um, dass sie sich ganz klar neue didaktisch-methodische Kompetenzen angeeignet haben. Hier zum Beispiel ging es ja um den Einsatz von forschendem Lernen in der Schule, von Problem Solving. Wie programmieren die Kinder die Computer? Also wie kann ich in der Schule Aktivitäten gestalten, damit die Kinder Problem Solvent lernen, also forschend lernen? Dann haben die sich ganz viele Gedanken gemacht, die Studierenden, wie die Projekte aus einem Kontext in einen anderen Kontext umwandeln können. Also in der Maison Relais kann man das auch in der Schule machen oder in der Schule geht es auch zu Hause. Ganz wichtig waren für uns diese neuen Einstellungen. Das sah man zum Beispiel hier bei Tom und bei Ben. Dieses, oh, jetzt habe ich rausgefunden, dass Home Literacies wichtig sind. Und ich habe rausgefunden, dass es um Chancengleichheit geht und dass ich dazu was tun kann. Und die haben jetzt auch schon ganz konkrete Ideen, was die in ihrer Klasse nächstes Jahr tun können. Also die sind schon jetzt dabei, Pläne zu schmieden für nächstes Jahr und hoffentlich tun sie das auch. Also diese Einstellung, so jetzt werde ich mal probieren und hoffentlich generieren sich dann wieder neue Fragen. Andere Sachen, die immer wieder genannt wurden, war, dass sie auch mehr Kompetenzen jetzt forschungstechnisch haben. Das heißt, sie können besser lesen, akademisches Lesen hier gut verstanden, besser schreiben. Sie haben Es fällt ihnen einfach, jetzt Daten zu analysieren und überhaupt zu erheben. So, jetzt möchte ich Frau Donatello hier bitten. Also sie ist jetzt die Mutter der Kinder, die von Tom und Ben zu Hause beobachtet wurden. Und Rosalba wird uns zwei Perspektiven sagen. Die Perspektive von ihr als Mutter, was hat das für sie bedeutet, wenn jetzt da zwei Studierenden kommen und sagen, hallo, ich komme, dokumentiere, was zu Hause läuft. Aber dann auch die Perspektive als Lehrerin, weil sie auch Lehrerin ist. Was sagt eine Lehrerin zu solchen Projekten? Kannst aber schon. Ja, moin alle guten. Aber ich bin halt als Mann da. Ich kann auch nicht trennen, dass ich auch als Lehrerin hier bin, weil ich mich auch immens viel mit so Sachen selber auseinandersetzen. Dafür habe ich gestern ein Exerziz gemacht mit meinem Mann, für als Meinung als Eltern hier auch zu präsentieren, getrennt von meiner Meinung als Lehrerin. Als Mann, also als Eltern, waren wir begeistert, dass Interesse an uns Kanner gewesen ging, als von zwei Studenten. Es war auch ein echtes Interesse, also es war nicht nur, weil es eine Aufgabe war, aber sie haben wirklich Fragen gestellt, die uns gewiesen haben, dass
dass es wichtig für sie war, beantwortet zu gehen, für sich selber zu entwickeln an ihrem Beruf, an ihrem Studium. Wir sind uns aber auch bewusst, und das habe ich auch gestern mit meinem Mann so beschwert, dass es von den Älteren, die bei so einer Studie mitmachen, wichtig ist, Last zu lösen von der Vorstellung, dass sie bewährt wird daheim. Also, dass die Studenten, die heimkommen, die viel Fragen stellen, die auch daheim gesehen, besonders wenn es um Home Literacies geht, wo die Bücher stehen, wie viele Bücher da stehen oder wo schreibt oder was für eine Praktiken in daheim hat, die Fragen auch relativ, die Fragen gehen ziemlich steif, was auch den, die Vergangenheit angeht. Also, es sind keine punktuelle Fragen über die Haut mehr, über die von der Geburt an. Also wir sind da offen, sind uns aber bewusst, dass arme Ältere vielleicht nicht so offen sind, also manche, sie gingen da irgendwie jugiert gehen. Was wir aber noch als Ältere zurückbehalten haben, das ist, dass das et eis erfreut zu sehen, dass du nie aber erfahren möchtest für hier Studenten zu einer reflexiven Haltung zu bewegen, weil könnt ihr dann eisen kann zu gut an der Schule, wann sie sich auch und daheim interessieren und Privatleben von der Kanner und die ganze Bagage den Kanner mit an die Schule bringen. Das war die Älteren, die als Lehrerin. Also ich kann das eben nicht trennen, weil auch wenn Studenten hier früher gestalten oder so, ich wusste auch schon ein bisschen, wie in Richtung es sollte gehen oder wie auch immer. Als Lehrerin kann ich sagen, dass das für mich immens interessant war, auf der anderen Seite als Mom dort zu stehen. Ich fand, dass die zwei Studenten wirklich aufgeregt waren, sich richtig Fragen zu stellen und durch so ein Projekt wie ein LLW, ein Forschungsfrage sich zu stellen, da tauchen dann auch lauter andere Fragen ab. Und das ist auch wichtig, den Exerzis zu machen, für die richtig Fragen zu stellen und nicht nur so Fakten aufzufragen, am Gespräch, am Austausch auch noch offen genug zu bleiben, für sich rund zu tauschen und was den Impact auf die Schule und auf die Lehrerin hat und was alles da eine Rolle kann mitspielen. Das fand ich als Lehrerin immens wichtig, dass sie das für sich so rausgefunden und den Exerzis gut gemacht haben. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass die Studenten oft sagen, sie gingen endlich Theorie mit der Praxis können verbannen und die konkrete Applikation davon gesehen. Und das erfreut mich als Lehrerin, sind auch Formatrice für Studenten. Also, wenn den Groschen da fällt, also, dass sie so ein ah, das, was wir auf der Uni gesucht kriegen, dann sehen wir eben das ungewandte Beispiel. Also, wir lehren hier beispielhaft, dass anhand von so einem Projekt, was die Haltung herauskittelt. Okay, das war Rosalbas Perspektive. Ich habe noch in informellen Gesprächen, uns fehlen noch ganz viele andere Lehrer, von denen wir unbedingt noch wissen möchten, was sie dazu sagen wollen. Also generell war das Gefühl, wir bekommen neue Ideen, neue Aktivitäten, neues Material. Wir haben nichts wie Lego Mindstorms oder anderes Material. Und unsere Studierenden haben die Möglichkeit, mit anderen Sachen auch hier zu forschen. Dann auch zusätzliche Einsichten. Man hat another pair of hands. Und die Kinder, die also sehr gut beobachtet wurden von den Studierenden, das hat dann zusätzliche Einsichten gegeben. Auch diese Verzahnung zwischen Theorie und Praxis wurde auch von den Lehrern, also mit denen wir gesprochen haben, wo die sagten, jetzt gelingt das uns auch besser. Das war also eine Art Fortbildung auch für sie. Und wir haben ein paar Lehrerinnen, mit denen ich gesprochen habe, oder Lehrer, die auch ganz klar sagten, dass sie jetzt wirklich näher mit uns zusammenarbeiten wollen, auch wegen solcher Projekte, dass man das zum Beispiel im PAS auch verankern könnte oder eine Fortbildung mit uns machen möchten. So zu den Tutoren vielleicht nur, wir haben das Ganze noch nicht evaluiert, wir werden das tun. Das beruht jetzt auf einer ganz kleinen Evaluation vom letzten Jahr. Ich möchte nur hervorstreichen, dass wir als Tutoren eigentlich ganz zufrieden waren mit den ersten Projekten, die wir hatten.
weil die Qualität doch sehr gut war, weil es eben diese Verzahnung eigentlich gab. Es war sinnvoll und das andere war diese hohe Motivation der Studierenden, die sehr gut autonom gearbeitet haben. Und wir glauben auch, dass diese Motivation auch zusammenhängt eben mit der ganzen Autonomie, die sie haben. So, vielleicht die letzten 3 Minuten zurück. Weg von den LLW, zurück nochmal zu der forschungsorientierten Lehre. Was sagt denn unsere Evaluation dazu? Wir wurden 2013 von einem External Committee bewertet und die bewerteten dann natürlich auch die forschungsorientierte Lehre. Und die fanden, dass es uns eigentlich ganz gut schon gelungen ist, besonders weil es bessere Beziehungen, klarere, deutliche Beziehungen mit den Schulen gibt, wo die Studierenden jetzt wirklich in der Praxis dann auch forschen können. Die fanden auch, dass es eine bessere Verzahnung gab, dass die Theorie und die Praxis deutlich zusammengebracht werden, dass die Studenten jetzt nicht mehr das Bild haben, an der Uni nur Theorie, in der Schule nur Praxis. Denn natürlich ist das, was in der Schule läuft, auch untermauert von Theorie und natürlich machen wir auch Praxis. Und wichtig für uns auch, das letzte hier, it was obvious in both students and teachers that research was geared to the needs of future teachers. Also die fanden wirklich auch, dass das, was wir hier machen, dass es wichtig ist für die Lehrer und für die Weiterbildung. Noch ein paar Auszüge. Sie betonen also wirklich und sie encouragieren auch, dass wir das weiterentwickeln, weil sie es auch wichtig fanden. Das sind jetzt Übersetzungen hier, weil sie deutlich sagen, es ist die Wichtigkeit der Lehr-Lernforschung muss betont werden in mehrsprachigen Gesellschaften. Das ist ein höchst wichtiges Feld. Da sollen wir wirklich weiterarbeiten und es wäre auch wichtig für die luxemburgische Gesellschaft. Wir machten aber 2 Empfehlungen, die ich in meiner letzten Slide wieder aufgreifen werde. Und zwar meinten sie, es wäre auch interessant für uns, wenn wir Forschungsprojekte zusammen mit den Studierenden in den Schulen machen würden, wo wir die Praxis der Studierenden untersuchen, das zusammen mit den Formateurs de Terrain und zusammen mit den Tutoren. Eine andere Empfehlung war, dass wir die Studierenden auch mitnehmen in andere größere Projekte, sodass sie zum Beispiel sehen, was sind die Probleme bei der Entwicklung eines Forschungsdesigns, was sind die Probleme bei der Forschung, aber auch aktiv tätig werden. So, und das ist meine letzte Slide. Was sind die Perspektive? Woran arbeiten wir? Was haben wir schon geändert? Also, um nochmal diese Verbindung zwischen Schule und Universität herzustellen, haben wir jetzt ein Magazin Backstage, was nächste Woche rauskommt und was an alle Schulen geht. Wir möchten auf jeden Fall mehr forschungsorientierte Projekte auch mit Schulen machen. Und wie gesagt, wir sind schon froh, dass sich ein paar Schulen auch gemeldet haben, weil wir halt denken, dass, also wir wissen von Lehrern, dass die sich jetzt auch weiterentwickeln selber können und wollen. Also mehr Projekte mit Schulen. Wir haben auch ein Institut gegründet für Lehr-Lernforschung, das heißt Institute for Applied Educational Sciences, wo wir auch hoffen, dass wir mit den Studierenden zusammen in diesem Institut vielleicht auch forschen können, also wo die teilnehmen können an größeren Projekten. Und wir haben ein Zertifikat geplant, also eine neue kleine Fortbildung, forschungsorientiertes Lehren und Lernen, 20 ECTS, wo wir also dieser Demand, dieser Dynamik von Studierenden, der herausgeht und den Leuten auf dem Terrain dieses immer wieder Fragen stellen und nach Antworten suchen, wo wir das auch nochmal in diesem Zertifikat weiterentwickeln wollen. So, das war's von mir. Das war doch länger als geplant. Aber.